herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stadt, Land, Fluss. Heute mit an Bord sind die beiden Überflieger und Superbrains Tim Oberdorf und Dennis Gorka. So, wisst ihr was? Wir wollen keine Zeit verlieren. Was haben wir denn für Kategorien, Dennis? Dann stell sie doch mal bitte vor. Also, in der ersten Runde haben wir Stadt, Land, Fluss, Beruf und Tier. Also eigentlich so die herkömmliche Variante, wie ich sie noch aus den Freistunden in der Schule kenne. Der absolute Klassiker. Ja. Okay, dann... Ich bin bereit. A. Stopp. G. Boah. Nimmst aber jede Bodenschwelle mit, ne? Bitte? Nimmst jede Bodenschwelle schön mit. Ach so, nee. Oh, da... Oh, oh. Stopp. Ach, scheiße. Eieiei, so. Dennis, ich glaube, heute bist du beim Endgegner. Ja. Das ist Studenten, Junge, was soll ich dir sagen? Einfach das Praktikum in der Schule. Das ist sein Job. Ja, Heimatstadt Gefelsberg. Genk. Ja. Was machen wir da? 10, hast du gesagt, ne? 10 ganz genau, 10 für jeden. Dann habe ich Georgien. Griechenland. Ah, clever. Fluss habe ich den Ganges. Genau, den habe ich auch. Eigentlich kam das zu schnell, als dass du ihn ansatzweise wirklich hättest. Ja, Fluss ist bei mir leer. Ich hätte nichts gesagt. Dann habe ich den Gastronom. Geologe. Ja, das ist stark. Beide stark. Und dann Giraffe. Gepard. Ja, top. Also Top-Runde, inklusive Bescheißen. Bist so. Bitte so nett und stellst mir neben Stadt, Land und Fluss die Kategorien 4 und 5 vor. Ja, haben wir einmal die Kategorie des Fortuna-Spielers und des Vereins. Okay. Auch bei dir starte ich überraschenderweise wieder mit dem Buchstaben A. Stopp. O. 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 Ach du Scheiße. O. Was? O. Ich komm gar nicht klar. Setz einfach drauf, dass dir kein Fluss einfällt. Stopp. So. Boah, das war echt schlecht, ey. Also, Stadt habe ich Oldenburg. Da habe ich Oberhausen. Gut. Ach. Land habe ich Omen. Da habe ich hier nichts. 20. Fluss, die Oder. Habe ich auch. Fortuna-Spieler, eine Legende, Oliver Fink. Habe ich auch, ja. Das war das Erste, was ich da stehen hatte. Und Verein habe ich den VfB Oldenburg. Da haben wir, glaube ich, dieses Jahr in der ersten Pokalrunde gegen gespielt. Ich habe auch nochmal Oberhausen genommen. So, ja, ist ja auch naheliegend. Aber es muss ja auch noch ein anderes Land geben eigentlich als das. Oder? Mir ist, ich war bei Ostasien überall, Alter. Auch alles überall. Ich war Ostwestfalen kurz. Ich war kurz davor, Ostfriesland aufzuschreiben. Endet auf Land. Deswegen, aber dann war ich mir nicht sicher, ob das jetzt für die Kamera blöd wird. Dann lasst mich doch wissen, und nicht nur mich, sondern hier alle, die auf uns gerade zuschauen, über welche Kategorien wir jetzt denn tatsächlich auch sprechen, neben Stadt, Land und Fluss. Also wir haben einmal die Leibspeise, die sollte relativ einfach erscheinen und nicht für viel Diskussion sorgen. Ja. Aber zudem haben wir auch den Trennungsgrund. Okay, Buchstabe A. Stopp. Ha. Oh, wir haben gesagt, wir spielen dreckig. Was kommt jetzt? Was kommt jetzt, ehrlich? Kann ich einen Telefonjoker machen? Absolut. Ich würde gerne meinen Klassenlehrer anrufen. Ja, ich glaube, wir müssen jetzt in 5, 4, 3, von mir kommt 2, nichts mehr. 1. Okay, dann lass. Hast du einen? Ich habe keinen, ja. Nee, aber also, habt ihr vorne einen? Nee, ne? Na klar nicht. Stadt Hamburg. Halle. Halle, okay. Land Honduras. Holland. Holland ist kein Land. Doch, ey. Nein, Holland ist kein Land. Ja, für mich schon. Also jetzt bitte hier einblenden. Leon Goretzka gegen Thomas Müller, selbe Diskussion. Holland ist kein Land. Fürs Spiel wäre es natürlich spannender, wenn ich jetzt auch 10 Punkte kriegen würde. Absolut. Also von mir aus gibt es da auch 10 Punkte. So. Aber ich lass es dir nochmal durchgehen. Du bist ja nur anwärtender Lehrer, ne? Ist ja gar kein Problem, das muss man ja nicht wissen. Genauso wenig wie ein Fluss, ne? Ich war kein Thema. Ja, aber du hast ja auch keinen. Ja, ich habe auch keinen. Ich bin auch kein angehender Lehrer. Aber ich sag dir auch, ich grätsch dir auch in deine Leibspeise rein. Ne, auf gar keinen Fall. Erzähl mal. Nee. Also wenn das durchgeht. Meine Leibspeise ist die Hollandaise. Also das ist ja. Das ist ja wohl noch kein Essen, oder? Was? Hollandaise ist eine Soße. Ja genau. Aber ist doch kein Essen. Doch, ist ein Essen. Wenn Holland ein Land ist, ist Hollandaise ein Essen. Ist das schlecht? Beinhaltet dieselben Buchstaben. Das also. Schlecht. Ich habe Hähnchen. Hähnchen. Bei mir ist der Trennungsgrund der Hausbau.
Haus bauen. Wenn man sich nicht einig wird, die Frau will lieber das Wohnzimmer da haben und du willst aber nochmal 10 Steckdosen mehr, damit du dir dein Gamingzimmer einrichten kannst. Also wenn das also es wäre bei mir ein akuter Trennungsgrund. Ja, ich habe tatsächlich Haushalt. Ja, weiß nicht, ob du das nicht jetzt gerade erst drauf geschrieben hast. Nein, da steht schon. Ja, dann aber 10 für jeden. Das ist aber, Hausbauer finde ich auch wieder schwierig. Nee. Ihr habt beide noch ein leeres Feld in der Kategorie H beim Fluss. Ja. Mhm. Jetzt machen wir einen neuen Buchstaben, wa? Genau, ich biete euch einen neuen Buchstaben an. Okay, dann machen wir Tim. Ah, warte mal kurz. Ja. Ich wollte mir erst was überlegen und dann Stopp sagen. Stopp. N. Stopp, Nil. Niger. Meiner hat mehr Buchstaben gewinnt. Aber ich, was ist das denn? Was ist das denn? Stopp, Nil. Also ich war, ja, es war ja schlecht, ey. Das mache ich ruckartig. Schlecht. Es war Stopp, Nil. Danke, tschüss. Dennis Gorka. Ich bedanke mich erstmal bei Tim Oberdorf und Dennis Gorka. Zum einen für die Zusatzkategorie, die Tim hat richtig Spaß gemacht. Im Nachhinein leider Gottes dann doch eingegangen ist. Und ich kann nur Danke sagen, wie gesagt, an meine beiden Quizzer da hinten und vor allen Dingen an euch fürs Zuschauen. Also, bis zum nächsten Mal.